In der letzten Folge haben wir unseren Patenonkel Sirius Black getroffen. Professor Lupin hat sich in einen Werwolf verwandelt. Es war ein epischer Kampf zwischen Lupin, dem Werwolf, und Sirius Black gewesen. Die Ratte Krätze vom Ron war Wurmschwanz und Wurmschwanz hat damals unsere Eltern verraten. Das ist alles in der letzten Folge passiert. Richtig, richtig geile Folge, Freunde. Wer es verpasst hat, schaut es euch auf jeden Fall nochmal an. Wir machen weiter. Wir sind umgekippt, weil Dementoren haben uns angegriffen, aber irgendjemand hat uns mit einem mega starken Patronus-Zauber gerettet. Danach haben wir nur noch gesehen, wie Snape und Dumbledore kamen. Und dann war die Geschichte zu Ende an dieser Stelle. Aber jetzt wollen wir die Geschichte fortsetzen, denn wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Okay, Harry liegt im Krankenzimmer. Dumbledore war da, um aufzupassen. Und wir müssen da auch hinein, wie ihr sehen könnt. Und wir gehen Harry jetzt besuchen. Wie gut, dass sofort Dumbledore kam und uns gesehen hat. Ron kann immer noch nicht laufen, weil er ja gebissen wurde. Nicht gut. Stimmt, Seidenschnabel. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Der wurde ja... Stimmt, zum Tode verurteilt? Die hat die... Die hat die Zeit zurückgedreht. Können wir jetzt seinen Schnabel retten? So, wir sind in Hagrids Garten. Ich glaube, wir müssen seinen Schnabel irgendwie retten. Ah, okay, was setzen wir uns auf? Ohrenschoner. Das heißt, hier irgendwo wird eine Alraune sein. Irgendwo. Da ist sie doch schon. Und die Alraune kann ich dann hier hineinsetzen, oder? Genau, wunderbar. Was, hä? Komm hier, Seidenschnabel, ein Fisch für dich. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ich gehe mal schnell das hier aufbauen, mal gucken. Ah, natürlich. Eine Hähnchenkeule, klar. Auch noch für seinen Schnabel. Wir müssen ja erst sein Vertrauen gewinnen. Boah, der ist doppelt angekettet. Das gibt's doch gar nicht. Mach die Ketten los, Mann. Wir müssen ihm helfen. Genau. Ja. Flieg, flieg. Hau ab. Will er nicht abhauen? Will er geköpft werden? Wir sind im verbotenen Wald und wir haben gesehen, was letzte Folge passiert ist. Also immer noch der Kampf mit den beiden. Und wir müssen jetzt den
Werwolf, in dem Fall Professor Lupin, da wegholen. Ich muss mal das Ding an hier kaputt machen, schnell. Sonst wird das hier nichts mehr. Oh mein Gott. Krieg's nicht kaputt. Jetzt hab ich's. Boah, mein Gott, was ein Bienennest. Kann ich dich auch nehmen? Nee, du haust jetzt ab. Nee, tschüss. Ja, wir müssen diese Musikbox zum Laufen bringen. Damit der Werwolf abhaut. Oh Mann, Harry, jetzt sei doch nicht so doof. Okay, eine Regenwolke müssen wir wieder aufbauen. Die flutet hier alles voll und ich kann noch nicht schwimmen. Ah doch, klar kann ich schwimmen. Was ist hier? Ich habe keine Ahnung, was ist das? Sieht komisch aus jedenfalls. Da oben ist die Musikbox, aber irgendwie passiert da noch nichts. Vielleicht war das die Schallplatte, ich habe keine Ahnung. Ich hole mal schnell Krummbein, die soll mal eben hier ein bisschen rumgraben. So ein Teil. Aber was ist das? Eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Was ist das? Lasst es uns gleich herausfinden. Ich glaube, die bekomme ich so nicht weg hier, ne? Doch. So, und dann möchte ich jetzt mal wissen gerne, was ist das? Also, das ist ja die Musikbox, ist klar. Aber was waren die Teile da? Besser gesagt, wo ist die Platte? Da. Vielleicht auch eine Schallplatte? Ah, leider nicht die richtige, schade. Das war die falsche. Die andere lag eigentlich hier oben. Da ist er. Hermine, Mann, mach doch hier nicht den lauten Affen hier, Mann. Komm da raus. Die macht da Rückenschwimmen. Wird wahrscheinlich auch die falsche Schallplatte sein. Ich muss halt doch zu dem Baum da vorne nochmal. Oh, okay, doch nicht. Zack. Ja, danke, geil. Dennoch frage ich mich, ja, ist egal. Ah! Ach, guck mal, ah! Da unten ist eine Kiste. Und hier ist die richtige. Alles klar, endlich.
Sehr schön. Oh, bitte nicht. Okay, so, den Werwolf haben wir auf jeden Fall schon mal, den Lupin haben wir schon mal da weggeholt. Der ist schon mal sehr gut. So, ja, einmal den Stein mit. Ah, okay. Ah. Wir müssen die Dementoren da wegholen von Harry und Sirius. Komm ich da auf das Eis? Ja. Wow. Expecto Patronum. Wow, nochmal. Yes. Nochmal. Expecto Patronum. Nimm das, nimm das. Ah. Expecto. Und jetzt, du kriegst den Mega-Patrone. Patrone! Ah! Ach, es war gar nicht der Snape, okay. Wow, wow. Wir mussten in die Zeit zurück, um Harry und so weiter zu retten. Geil. Nicht schlecht. Natürlich möchte ich die Geschichte fortsetzen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mein Gott, ist das spannend. Nein, der hat doch nichts gemacht, Sirius. Er hat doch nichts gemacht. Er hat doch nichts gemacht. Warum haben sie den denn jetzt schon wieder eingesperrt? Ah, das wissen die bestimmt noch gar nicht, ne? Die wollen den bestimmt wieder zurück nach Azkaban schicken. Zeitumkehrer freigeschaltet. Okay, sehr geil. Für Hermine auf jeden Fall. Wow. Ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass, ja, dass jetzt endlich rauskommt, dass Sirius nichts damit zu tun hat, dass das Wurmschwanz war. Oh, Mann. Wow. Expecto. Wir müssen uns beeilen, da unten ist der Schüler in Gefahr. Lumos. Und jetzt wieder. Weiter, weiter. Oh, Expecto Patronum. Kann ich dir von hier unten treffen? Nein. Okay, hier sind Lampen vereist. Wie komme ich denn da unten hin, ey?
muss dem da unten helfen, dem Schüler. Das steht außer Frage. Frage ist nur wie. Aber ja, okay, das geht. Ja, okay, schaffe ich, geht wahrscheinlich noch nicht. Da komme ich nicht. Ich kann ja mal was versuchen. Das klappt nicht, schade. Ich treffe ihn so nicht. Nee, geht leider nicht. Ich muss wahrscheinlich hier rein. Und da komme ich ja nicht durch. Leider habe ich das, kann ich das noch nicht. Geht leider noch nicht. Was soll man? Ah! Mach, 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 mach! Expecto! Patronum! Nein! Oh. Okay, das finde ich sehr interessant, muss ich sagen, hier mit dem Hin und Her, dass sich beide gegenseitig helfen müssen. Das finde ich sehr cool. Ja, finde ich mega. So, und jetzt zum Schluss die Brücke hier. Aber Mann, ich will auch endlich die Sachen aufmachen können, alle. Wow. Da liegt doch was in der Ecke hier. Ah, okay, geil. Nein, ich hab nicht hingeguckt. Ah, müsste das sein? Das, das, das. Ja, sehr gut. Kein Plan, was es ist, aber ist egal. Einfach hier hoch erstmal. Gas geben. Ah! Oh, Expecto! Oh mein Gott, so viele Patronum! Ah, nein! Ah, sie kann das ja nicht, sie kann es ja nicht! Patronus! Patronus, sauber! Mach doch! Expecto, Expecto! Ah, hier muss ich dran feste dran ziehen. Okay, das heißt, ich muss erstmal irgendwie stark werden. Okay, okay, okay. Wo ist der Ding an? Wo ist das Moped? Da ist der Kessel, da ist der Kessel. Okay. Und rein da. Jawohl. So, weiter. Was fehlt? Was fehlt? Okay, irgendwo muss eine Schlange sein. Puh. Da ist er, okay, alles klar. Irgendwo muss der Teil sein, womit ich die Schlange zerstören kann. Okay, mein Zauberstab. Ah ja, stimmt. Trinken, trinken, trinken! Ah! Ah, ha, ha! Oh!
Oh, Expecto Pat, nicht trinken! Patronum! Bin ich stark? Ich glaube, ich bin stark. Expecto! Oh, Mann, hör doch auf damit, Harry! Sei doch kein Fisch! So, jetzt aber schnell. Zieh! Ja! Weiter. Er setzt ihn nicht ein, Alter. Er setzt ihn einfach nicht ein. Achso, ich muss hier hoch. Ah. Oh Gott, was ist er denn für einer? Ah, ganz viele. Oh, Expecto. Ja, schön. Patrono. Ah, nein. Schön. Aber... okay, hat ein Leben verloren, geil. Ich lasse jetzt hier Expecto und mit Hermine mache ich nur diese hier, Wingardium. Schön. Komm, während die da den Harry da massakrieren, machen wir den hier. Schön. Ja. Oh Gott, es wird so... Der Typ friert mich ein. Ah. Kann jetzt sein, dass ich die... Ja, genau, okay. So, ein Leben hat er noch. Mach das doch nochmal. Oh Gott. Teilweise echt schwer, muss ich sagen. Jetzt haut er den G. Expecto Patronum. Er wollte die einmachen, ja, hat nicht so geklappt. Das war doch der falsche Mann. Bist du doof? Alter, jetzt sind wir wieder eingefroren. Das gibt's doch gar nicht. Wenn das nicht mal Ärger gibt. Wow. Mein Gott. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben Sirius gerettet. Oh, wird aber auch knapp, ne? Seidenschnabel gerettet, Sirius gerettet. Wir schauen uns mal an, wie es weitergeht, Freunde. Ich glaube, das müsste es jetzt Ende sein für das Jahr 3. Ich glaube, wir kommen jetzt ins Jahr 4. Ha ha ha.
Ein neuer Besen. Jau. Ausrasten. So, Freunde, das war das Jahr Nummer 3. Das war der Gefangene von Azkaban. Weiter geht's im neuen Jahr Nummer 4 mit dem Feuerkelch. Ich bin sehr gespannt, wie es da abgehen wird. Kann nur geil werden, Freunde, kann nur geil werden. Ich bin raus für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo da lasst, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Peace.